Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder gruselige Dinge unter dem Mikroskop. Also seid gespannt, ihr könnt gerne wieder mitraten. Ich zeige erstmal die Produkte unter dem Mikroskop, anschließend löse ich auf. Viel Spaß dabei! Und hier ist das erste Produkt. Nun kann das Raten beginnen. Und zwar haben wir hier etwas Schmutziges auf jeden Fall. Das ist jetzt die Oberschicht auf gut Deutsch. Isst man eigentlich auch nicht. Okay, man kann es essen, wenn es jetzt nicht so schmutzig ist. Soll auch relativ gesund sein. Ja, aber wie gesagt, im Regelfall macht man es ab. Und jetzt schauen wir uns das Teil mal von unten an, wie es von unten aussieht. So, ein Momentchen. So. Ja, und es sieht von unten gelb, saftig auf jeden Fall. Und ist ein Produkt, ja, was eigentlich sehr, sehr gesund ist. Und ja, könnt ihr jetzt erraten, was es ist. Falls nicht, kommt jetzt gleich die Auflösung. Und zwar ist es eine Kartoffelschale. Nun, das nächste Lebensmittel sieht so aus. Ja, es ist Lebensmittel. Es sieht faszinierend schön aus. Es sieht aus wie so eine Schlangenhaut in rosa, lila gehalten. Sieht auch aus, als wäre es aus Kunststoff, ist es aber nicht. Jetzt schauen wir uns die Unterseite mal an. Die sieht auch sehr, sehr schön aus. Innen drin so ein kleiner Kern. Man sieht, es sind so wie eine Milchstraße, so mehrere Schichten. Ja, und verdammt saftig auf jeden Fall. Extrem gesund. Es ist scharf. Mal weniger, mal mehr. Und wisst ihr, was es ist? Eine Zwiebel. Ja, das nächste Produkt sieht aus wie, tja, wie so ein Ei aus der Steinzeit von den Dinosaurier oder sowas. Es ist lila, hat Pocken, wie man sieht. Ja, sieht jetzt nicht so schön aus. Sieht auch ein bisschen künstlich aus, aber auch ein Lebensmittel. Wir machen das Teil jetzt mal auf und schauen mal rein, wie es von innen aussieht. Und das sieht dann so aus. Ja, nicht sehr, sehr lecker, aber es ist lecker. Okay, das sieht jetzt aus wie ein Wurm. Ja, das sieht alles sehr, ja, verfremdlicht aus. Mit irgendwelchen Zipfeln und das sieht aus wie so vergammeltes Fleisch und das sieht aus wie Ohrenschmalz. Ja, und wisst ihr, was es ist? Falls nicht, die Auflösung kommt jetzt und zwar, es ist eine Pflaume. Das nächste Lebensmittel sieht jetzt auch nicht so schön aus. Hat so ein paar Haare, also ein paar Pocken. Naja, okay, ist aber gesund auf jeden Fall. Falls noch nicht geschehen, Abo da lassen, Glöckchen aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Übrigens schaut in der Playlist, da gibt es noch andere Videos unter Mikroskop. So, nun nehmen wir das Teil mal von unten. Da ist noch so eine Art Stängel dran normalerweise. Das sieht dann so aus. Ja, sieht auch aus wie Ohrschmalz oder irgendwie sowas. Jetzt machen wir das Teil mal auf. Und von drinnen ist es dann, wie gewohnt, sehr saftig, weil es ist ja auch sehr gesund. Ja, auch ziemlich rötlich, das passt schon, ist auf jeden Fall rot. Kennt eigentlich auch jeder. Ja, der Teil besitzt auch einen Stein. Den sieht man dann hier gerade noch so. Und wisst ihr, was es ist? Ein Pfirsich. Jo, das nächste Produkt sieht jetzt zwar auch wieder aus wie eine Kartoffelschale, ist es aber diesmal nicht. Ist auch wieder gesund. Ja, sieht jetzt wirklich nicht so gesund aus. Lag auch schon ein bisschen was rum. Also wenn es rumliegt, sieht es dann so aus. Wenn es nicht rumliegt und frisch ist, ist es entweder ganz grün, nicht essbar, oder ganz gelb. So als kleiner Tipp schon mal vorab. Wir machen das Teil jetzt gleich mal auf. Das ist auf jeden Fall hier der, ja, der Stängel. Der sieht dann so aus. Ja. Also das Teil wächst am Baum und wird abgerissen. Und das ist das Teil, was dann am Baum hängt. Ja, und so sieht das Teil dann aus, wenn es dann offen ist. Man kann es essen, es ist süß, es ist gesund, kennt auch jeder. Und wisst ihr, was es ist? Na, immer noch nicht. Schaut mal genau hin. Na. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, ist aber wie gesagt sehr gesund. Kennt jeder, vor allem Kinder kennen es. Alles häufig im Babybrei drin und so weiter. Falls ihr es nicht erraten könnt, dann kommt jetzt hier die Auflösung. Und zwar ist es eine Banane.
Ja, wie ihr seht, haben wir wieder ein sehr gesundes Video, auf jeden Fall. So, und zwar ist es grün. Grün, gesund. Ja, das ist jetzt die Oberfläche von dem Teil. Also heißt die Schale. Man kann die Schale mitessen, ist gar kein Thema. Sollte man natürlich nur vorher waschen, weil da irgendwelche Chemikalien drauf sind. Wir machen das Teil jetzt gleich mal auf. Und zwar sieht das dann von innen folgendermaßen aus. So, auch wieder sehr, sehr saftig. Legt man sich im Durchschnitt eigentlich so aus Brötchen dazu oder man isst einfach so und man macht, na, würde ich jetzt eigentlich nicht verraten, aber man macht einen Salat draus, komm. Kommt auch in Tzatziki vor. Ja, also jetzt müsstet ihr eigentlich schon wissen, was es ist. Und zwar eine handelsübliche Salatgurke. Das nächste Produkt ist leider ein bisschen kurz geraten. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Es ist ziemlich klein, kennt jeder. Und gesund jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt noch nicht behaupten. Ja, so sieht es dann aus. So sieht es aus, wenn es dann offen ist. Und wisst ihr, was es ist? Ja, noch nicht. Eine Pommes. Nun wird es ganz interessant, ja, und zwar, das ist jetzt die Panade von dem Produkt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das Innenleben sieht natürlich gleich nicht mehr so schön aus. Kennt auch eigentlich jeder. Hat mit Sicherheit auch schon fast jeder gegessen. Man muss natürlich Liebhaber von dem Produkt sein, sonst wird man es nämlich nicht essen, weil es gibt viele Leute, die es nicht essen. Und so sieht es dann von innen aus, wenn man es dann aufmacht. Ja. Sieht jetzt nicht so geil aus. Aber es schmeckt. Sieht aus wie so eine Schneelandschaft, so Fasern. Ja, sieht einfach schön aus, finde ich. Und wisst ihr, was es ist? Und zwar ein handelsübliches Fischstäbchen. Ja, nun das nächste Produkt. Nein, es ist keine Olive. Es ist zwar klein, es ist auch sehr, sehr klein. Auch wieder gesund, auf jeden Fall. Ja, kennt auch jeder. Wir nehmen das Teil jetzt gleich mal, ja, auseinander kann man es kaum, weil es schon sehr klein ist. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal auf und von innen sieht es dann so aus. Ja, und wisst ihr, was es ist? Falls nicht, eine Erbse. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Alex.